Herzlich willkommen hier zurück zu Crusader Kings 3 mit König oder Hochkönig Krak dem Zweiten. Er ist schließlich ein Hochkönig. Wir haben immer noch hier eine böse, böse Krankheit, die hier gerade eben über unser Land kommt. Aber wir haben immer noch vor, den Traum unseres Vaters zu verwirklichen, nämlich die Slawen zu vereinen. Oder besser die Westslawen. Und dafür muss ich nun wohl noch Thüringen erobern, so wie ich das jetzt hier gerade eben sehe. Also wir können jetzt hier gerade eben mal reinzoomen. Man sieht jetzt hier gerade eben diese Grenze. Ja, wir werden Thüringen brauchen. Wir werden auch das hier dummerweise brauchen. Aber alles andere besitzen wir wohl. Das heißt also, wir müssen nochmal zwei Kriege gegen das Holy Roman führen. Aber ich denke, das wird machbar sein. Warte mal, wo ist es denn? Wo ist es denn? Holstein, Böhmen, Thüringen. Genau, Thüringen ist der nächste Krieg. Ja, die kommen nicht wirklich zur Ruhe. Wir heben alle unsere Truppen aus und werden das jetzt hier alles ganz, ganz schnell belagern. Bevor das Holy Roman Empire irgendwann mal zu sehr erstarkt. Weil das kann theoretisch natürlich irgendwann passieren. So, die sind schon bereit. Die können schon mal dahin marschieren. Dann marschierst du da. Ne, du marschierst dahin. Oh, da bekomme ich ja diese Silbermine. Oh. Oder Goldmine. Den muss ich definitiv enterben und den Scheiß für mich nehmen. Ich sag's euch. Das wird wichtig. Also, unsere Leute marschieren. Und nehmen dieses Land jetzt ein. Oh, das ist so ärgerlich, dass Prag jetzt wieder an das Heilige Römische Reich gefallen ist. Einfach durch Erbsituationen. Ist auch eine sehr, sehr seltsame Sache, ne? Dass so etwas, also normalerweise im echten Mittelalter, sage ich jetzt mal, wäre sowas dann über einen Krieg entschieden worden oder so. Also nach dem Motto, das ist, wir herrschen ja de facto über dieses Gebiet. Und wenn dann quasi jemand sagt, nee, das gehört jetzt der Augsburgerin, ja, dann musst du es dir mit Gewalt holen. Das wäre eigentlich so der normale Lauf der Dinge. Aber egal, ich wollte es mal nur so eingeworfen haben. So, derweil belagern wir das Ganze jetzt hier. Wir sind jetzt hier im Krieg mit gerade mal jetzt hier dem Eberhard mit seinen 3000, nicht mal 500 Mann. Und wir gucken mal gerade eben, wie es jetzt hier unserem... Ja, der ist immer noch ein echter Freund von uns, ne? Verschonte mich. Das Verschonte mich ist sehr, sehr mächtig hier, wie wir sehen. Ach so, ja, es kam die Meldung, weil ich verschuldet bin. Ja, das sind Dinge, mit denen muss man leben. Auch wenn man es nicht gerne tut. Aber ganz im Ernst, jetzt hier quasi Deutschland jetzt hier Göttingen rauszureißen. Das ist schon hart. So, wir machen jetzt hier weniger Anspannungszuwachs. 20% weniger Anspannung, Unbeschwertheit finde ich auch ganz wichtig. Wir beobachten nochmal, wie die Krankheit sich hier entwickelt. Noch ist es ein bisschen entfernt hier. Es ist also nicht katastrophal schlimm. Aber toll ist es auch nicht. So, Orlamünde fällt jetzt gleich. Danach wird wahrscheinlich hier Gleichenstein fallen. Und dann wahrscheinlich Schmalkalden. Dann kannst du direkt hier noch rüber marschieren zur Baronie von Lobdeburg. Oh, Moment. Nee, 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 nee. Da kommt auch schon ein Teil des Heeres. Das HRR. Da schiebe ich dann doch lieber meine Truppen mal kurz mal so zusammen. Habe ich hier nochmal einen, der gut belagern kann eigentlich? Irgendwie ist Belagern nicht mehr so en vogue. Constantia wird erwachsen und kennt sich tatsächlich mit Kriegsführung aus. So, unsere Tochter ist erwachsen geworden. Mit wem wollen wir sie denn verheiraten? Mit dem Oberhäuptlingssohn von Savo. Boah, gibt's da keinen besseren? Muss ich ganz ehrlich sagen. Oberhäuptlingstum der Krim. Ich nehme die Krim. Ich glaube, das macht so mehr Sinn.
Die Krim macht mehr Sinn. Jetzt belagern die uns hier. Ich glaube, dass ich mit denen sogar schon direkt schlagen können werde. Wenn ich sie nachher einfach darüber marschieren lasse. Ach, ich befehlige hier die Truppen selbst? Das will ich aber ehrlich gesagt gar nicht. Das ist nicht die Aufgabe eines Kaisers. Zumindest nicht aus unserer Sicht. Oh, guck mal, was da passiert. Die verhauen die für mich. Eine tränenreiche Bitte. Ah, das Licht scheint heute Morgen so angenehm im Thronsaal, Herr, sagt meine Hofnärrin Vera und geht den Raum umher. Das erinnert mich an den Tag, an dem das Schicksal beschloss, eure Legende zu formen. Erinnert ihr euch noch daran, wie wohlwollend ihr dabei wart, die verzweifelten Bitten dieses Bauern zu hören? Fragt sie mit einer vielsagenden Augenzwinkern. Ja, ach, was bin ich doch für eine fromme Seele. Super. Das hat auch wieder nicht geklappt. Ich kann nicht mal lügen. Das Holy Roman Empire hat hier gerade eben seine Truppen verloren. Ich rette diese Gebiete de facto vor der Unfähigkeit deren Kaisers. Ein Sinneswandel. Mein Sohn Brother Ronan möchte seit langem nur noch eines. Ein Holzkrieger. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihm seinen Wunsch in 3 Monaten erfüllen werde, wenn er sich mehr auf seine Studien konzentriert. Er winkte einfach nur ab und meinte, das interessiere ihn längst nicht mehr. Oh Gott, er könnte jetzt sprunghaft werden. Aha, oder soll er zufrieden werden? Ich glaube, Brother Ronan wird zufrieden, Freunde. Das wird in seinem Leben weiterhelfen. So, dann kannst du jetzt noch hierhin marschieren. Und es gibt eine Essensschlacht. Lehnsherr, ich weiß etwas, was euch aufheitern wird. Seht genau zu, wie ich meine Beute anpirsche, flüstert mir mein Hofnarr Vera zu. Was hat sie vor? Hungrig, schreit Vera, ehe mein Höfling Kenner eine Ladung Nachtisch Granatapfelkuchen ins Gesicht bekommt. Ich habe keine Ahnung, wie man Granatäpfel zu uns hochbekommen hat, aber egal. Die verdutzte Miene ist unbezahlbar. Oh, und Kenner scheint es ansatzweise gut vertragen zu haben. Oh, welche Freude. Was für ein Vergnügen. Ein klassischer Scherz. Ja, komm. Ich habe ja anscheinend irgendwie was mit dieser Kenner am Laufen. Jetzt freunde ich mich mit meiner Hofhenkerin an. Klingt weird, ist aber so. Klingt weird, ist aber so. Was soll ich dazu noch sagen? So, jetzt hier noch 6 Monate. Dann haben wir hier de facto... Oh, warte mal. Ich kann die Hälfte der Truppen aber abziehen. Um hier schon mal wieder Versorgung zu gewährleisten. Das muss ja nicht. Ihr wisst schon. Das muss ja nicht. Flup, flup, flup. Oh, da kommt das Holy Roman Empire schon wieder an. Dann kann ich die doch nochmal verhauen gehen. Nun muss wohl unsere Legende noch etwas ausgeschmückt werden. Wenn ich euch in einem Augenblick stören dürfte, Herr, beginnt Vera mit einem Geschmack etwas zu aufdringlich. Es wäre ein großer Segen von uns, wenn wir einige weitere Einzelheiten bezüglich eurer bestimmten Legende, die Wächter des sowjakanischen heiligen Städten und so weiter und so fort, festhalten könnten. Je großartiger, desto besser. Dann sieht sie mich erwartungsvoll an. An meinem Kopf sprießen ein paar verschwörerische Gedanken. Es würde sicher nicht schaden, die bestehende Geschichte etwas ausführlicher zu erzählen. Doch diesen Teil der Erzählung vollständig durch einen anderen zu ersetzen, hätte seine ganz eigenen Vorteile. Okay, natürlich könnten wir sagen, ich gehe alles noch einmal durch. 50% Chance, dass es sich... Die Legende erhöht sich leicht. Ich könnte aber auch sagen, nun, wisst ihr... Es wird oft falsch zitiert. Das ändert das Kapitel. Oder vielleicht sollte man die Geschichte natürlich wachsen lassen. Erhält tolerant und treuherzig. Wir lassen sie natürlich wachsen. Ja, wir lassen sie natürlich wachsen. Ich glaube, das ist besser. So, das...
Gucken wir mal, dass wir hier das HRR nochmal ordentlich vertrimmen hier. Wer ist denn hier der Anführer? Oh Mann. Habe ich nicht mehr diesen schnellen? Nee, den habe ich leider nicht mehr. Ich habe gar keinen mehr, der schnell ist. Hä? Ach so, okay. Das Spiel war gerade selbst verwirrt. Es ist sogar der Kaiser. Das ist ein neuer Kaiser. Nee, das ist ein König, oder? Das ist nicht der Kaiser. Das ist ein Herzog einfach nur. Ein Legendenumtrunk. Vera fährt fort, immer mehr Geschichten meiner Legende aufzuschreiben, bis sie plötzlich mit einem verschmitzten Lächeln auf den Lippen innehält. Nun, ich habe da eine besondere spannende Geschichte gehört, setzt sie langsam an. Von einem gewissen Wetttrinken mit einem Oger. Wie mächtig man wohl sein muss, um eine solche Kreatur um den Tisch zu trinken. Vielleicht könnte eine Zuschaustellung solcher Kraft mir helfen, eine derartige Großart wirklich zu schätzen zu wissen. Holt mir ein Fass, ich beweise es. Gott, 3 Jahre verkatert, das war echt übel. Aber egal, wir haben es nicht geschafft. Ey, wir schaffen einfach gar nichts hier gerade eben. Ich sag's euch, wie es ist. Wir schaffen einfach nichts. Es ist einfach wieder mal großartig. So, unser Sohn Enrico hat eine Sprache erlernt. Oh, geil, 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 geil. Und hier habe ich wieder ein paar Gefangene, die ich jetzt hier fröhlich fürs Geld freilassen kann. Und dadurch hier wiederum einige Gebiete ausbauen kann. Ach, jetzt fehlt mir wieder das Prestige. Es ist einfach wieder mal herrlich. Ja, weil wir halt alles auch mit Prestige bauen, ne? Das ist halt das nächste Ding. Sag mal. Ey, schon wieder wird mir das hier falsch dargestellt. Beim ersten Mal Mouse over wird gezeigt, ja, ja, das passt super. Und dann, guck mal, auch hier gerade eben. Und dann stimmt's wieder. Hä? Okay, das stimmt doch jetzt sogar. Ich verstehe es manchmal nicht. Stimmt das hier? Jetzt stimmt's hier. Und das hier stimmt auch. Okay. Jetzt haben wir 88% und müssen jetzt eigentlich nur noch darauf warten, dass dieser Krieg für uns positiv zu Ende geht. Wenn es nach mir geht. Warten wir mal. Wir haben den Ticking War Score. 90%. Oh, ich kann schon beenden. Geil. Ja, weil ich galant bin. Kann ich nochmal eine Geisel fordern von ihm? Nee, das macht er nicht mehr mit. Okay, also. Wir haben den Krieg beendet. Und es gibt auch ein offenbartes Geheimnis. Mehrere sogar. Eine geheime Wahrheit ist ans Tageslicht gekommen. Mein Vasall, Graf Hans, soll angeblich eine außereheliche Affäre haben. Und zwar Agnes, die wohl im Gefängnis von jemandem sitzt. Von meinem... Vom Graf von Fulda ist das Ziel seiner Begierde. Tja... Manche Verbrechen sollten gesühnt werden. Und da wurde sogar ein Kind in die Welt gesetzt. Oh Mann. Ich löse jetzt erstmal meine Truppen hier auf. Wir haben wieder einen geistigen Zusammenbruch. Wir werden das Ganze einfach abarbeiten. Die Anspannungsstufe wurde wieder verringert. Und jetzt habe ich ein Gebiet mehr. Oh geil, ich habe Goslar bekommen. Das ist der Traum meiner schlaflosen Nächte. Ja, das ist absolut großartig. Ich meine es ernst. Was gebe ich weg? Ich, ganz im Ernst, ich gebe das Ding hier weg. Das ist eh wertlos. Ich möchte, dass es in der Familie bleibt. Ich glaube... Ja, der kleine Brother Ronan, kann der das schon... Ja, der kleine Brother Ronan, der kann das schon. So, der hat jetzt hier schon seinen ersten eigenen Besitz bekommen. Tja, mein Schwiegerneffe Piotr kann eingekerkert werden. Nee, ich werde versuchen, ihn zu begnadigen. Auf dass er uns treu bleibt. Ich kann Kriegsvolk stationieren. Ja, die sind jetzt hier nicht mehr stationiert. Das bringt jetzt hier gerade eben noch gar nichts, aber ganz im Ernst, ey, das ist ja noch besser, als ich es mir hätte erwünschen können.
Das ist ja absolut genial, dass Goslar jetzt einfach mir zugesprochen wird. Das ist ja der Oberhammer. So, jetzt geht's schon los hier. Ich bin überlegen, ob ich hier die fränkische Kultur noch versuche zu ändern. Ich glaube, das machen wir. Wir werden jetzt hier unsere Kultur noch fördern. Und auch noch unsere Religion. Lösegeld bezahlen. Nein! Freundchen, so leicht läuft das jetzt hier nicht. Oh Gott, diese Seuche hat sich jetzt hier immer weiter ausgebreitet. Also wir müssen auf jeden Fall das jetzt hier irgendwie noch holen, ne? Irgendwie. Das Dumme ist bloß, dass es jetzt hier wieder ewig dauern wird. Naja, 4 Jahre, das geht eigentlich ehrlich gesagt sogar. So schlimm ist das gar nicht, wie man erst meinen sollte. Was mache ich jetzt hier mit diesen 251 Gold? Ich kann nichts mehr bauen. Ich habe absolut alles gebaut, was ich bauen kann. Und die Krankheit ist wohl weg aus unserem Reich. Aus der Asche. Ja, ich gebe das Gold aus. Dann bekommen die alle nochmal diesen Bonus. Ja, die Krankheit ist einfach plötzlich verschwunden. Aber es gibt hier, so wie es aussieht, noch irgendwas Französisches. Das ist aber noch ein gutes Stück weg. Ich hoffe, das bleibt auch weg. Ey, ich werde gebrechlich im Alter von 52. Ist das eine Familienkrankheit bei uns oder was? Wisst ihr, ich habe extra den Gesundheitspfad genommen. Oh Mann. Ey, das Spiel hasst uns. Es hasst unsere Familie. Das ist ja nicht zu fassen. Oh, hier habe ich noch einen Vasall. Ja gut, aber ich kann mit diesem Druckmittel halt relativ wenig anfangen. Titel aber kennen will ich nicht. Nee, das ist auch so ein kleines, wertloses Land, ehrlich gesagt. Nee. Wie geht's eigentlich unserer Legende? Ah, die ist schon relativ weit. Demnächst hat sie die 100 erreicht. Dann können wir sie aufwerten. Die breitet sich sogar wirklich schnell aus. Ja, das Druckmittel ist verfallen, was mir aber auch gerade eben egal sein kann. 91 schon. Ich gehe mal auf Geschwindigkeit 4. Wir warten gerade eben sowieso eigentlich nur auf einige Dinge. So, und bei der Beeinflussung wird es jetzt hier persönlich. Das sind wir aber schon ganz weit oben. In unserem letzten Briefe brachte mein Ratsmarschall Oberhäuptling Chibor das Bedürfnis zur Sprache, dass wir uns noch mehr auf seine Ambitionen und Interessen konzentrieren könnten. Natürlich könnte ich dafür sorgen, dass die nächsten Briefe sich mehr um ein Thema drehen, das ihm am Herzen liegt. Tja, er mag auf jeden Fall Religion, Unersättlichkeit und Keuschheit. Er mag aber auch Kampfkunst. Ja, ich rede mal mit ihm über Kriegskunst. Ja, das hat geklappt. Okay, wir haben jetzt hier die volle 100. Das Dumme ist bloß, Freunde werden wir wahrscheinlich nicht werden. Aber der ist auch gar kein mächtiger Vasall mehr. Super. doch, er ist einer meiner mächtigen. Nee, er ist ein wichtiger Vasall. Ob es ein mächtiger ist, sei mal dahingestellt. So, dann werde ich jetzt versuchen, ihn hier noch zu beeinflussen. Oberhäuptling Borislav. Sie verlangt ein Artefakt. Meine Schwester, vergiss es. Du bekommst kein Artefakt von mir. Kommt sie einfach zu ihrem Kaiser und sagt, hey, das gehört mir. Eine bemerkenswerte Frau. Unlängst sprach während eines Besuchs Kaiser Eberhard ausführlich über seine bessere Hälfte Gräfin Radoika. Was, der hat uns besucht? Ehrlich gesagt war er mir zuvor gar nicht klar gewesen, was für ein herausragender Mensch sie ist. Ich habe keine Ahnung, warum der uns besucht hat, aber... Was? Also dafür, dass sie mich als Freund sieht, Freunde. Findet sie mich schon echt scheiße.
Das muss man nicht verstehen, was hier gerade passiert ist. Nein, 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 ich behaupte, das muss man nicht verstehen. Oh Gott, das ist ja einfach nur noch behämmert. Na gut, wie gesagt, wir müssen jetzt das hier noch zurückerobern, weil dann kann ich endlich die Westslawen vereinen. Es fehlt halt, wisst ihr, das war so klar, ne? Das war so klar, dass da mir jetzt hier jemand rausbricht. Ach, so bitter. Ein wechselndes Interesse. Ich habe Häuptling Brother Ronan dabei zugesehen, wie er mit anderen Kindern spielte, als Sophia plötzlich versuchte, ihn zu Boden zu schubsen. Das verging jedoch schnell wieder. Da Brother Ronan schon bald ein ganzes Spiel daraus machte und schon war das letzte Spiel wieder völlig vergessen. Sprunghaftigkeit. Ja, wir sind ja auch sprunghaft. Ja, doch, ich mache ihn sprunghaft. Das hilft ihm bei seiner Diplomatie und bei seiner diplomatischen Ausbildung. Ja, das ist ganz toll mit der geistigen Robustheit und so, nachdem wir jetzt gebrechlich geworden sind. Ich fasse es immer noch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich fasse es immer noch nicht. Naja, immerhin machen wir immer mehr Geld. Ernsthaft, es ist... Ey, ganz ehrlich, alles, was ich mache, ist hier gerade völlig umsonst. Die Leute sterben hier einfach nur permanent weg. Permanent sterben sie weg. Königin von Sorbien. Eine Vasallin von mir. Auch interessant. Ein bemerkenswerter Gast ist eingetroffen. Wie gesagt, der interessiert mich kein Stück. Ich brauche gerade eben keinen bemerkenswerten Gast. Ah, und der hier hat jetzt gleich das Geld, der Berthold, um sich auszulösen. Ja, wobei er selber wahrscheinlich eher nicht. Und da wird jemand erwachsen. Meine Geisel Ivan ist nun ein erwachsener Mann und freut sich darauf, gemäß guter Sitte nach Hause gebracht zu werden. Königin Betten. Ja, wir schicken ihn nach Hause. Oh Mann. Sind es schon wieder Nordmänner? Es sind schon wieder irgendwelche random Nordmänner. Wo wollen sie denn hin? Ach, die wollen mal wieder da hinten hin. Kümmern wir uns darum. Wir müssen halt kurz warten, bis sie da sind. Wo die Champions Frieden kennen. Während mein Rat unsere Verteidigung von Westslawien plant, wird meine Geisel Ivan Hochkönig. Ihr habt mich gut und gerecht behandelt. Es ist angesichts des Thronenverderbens richtig, dass es in Litauen, meine Heimat, die Champions untätig sind und ihre Fahnen einrollen. Er kniet nieder. Gebt mir die Erlaubnis für eine Reise und ich werde unsere Bitte um Hilfe zu Königin Betten tragen. Ich bin von ihrem geblüht. Sie wird euch unterstützen. Mir zuliebe. Das ist ja mal ein cooles Event. Geht und kommt mit Eisen zurück. Sie könnte mir im Krieg helfen. Oder nehmt ein schönes Geschenk. Nee, das machen wir nicht. Nehmt die treue Guinevere und sputet euch. Oder den treuen Guinevere. Ivan kehrt wahrscheinlich an euren Hof zurück. Nee, der soll es erstmal so machen. Ich will jetzt nicht noch mehr Stress bekommen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. So, wo ist denn jetzt der Feind? Noch sehe ich ihn nicht. Wir warten jetzt einfach, bis dieser Feind auftaucht. Ja, das Dumme ist, das kostet jetzt wieder so unnötig Geld, ne? Tja, die Nordmännerbedrohung, ich weiß. Wir werden sie einfach wieder ganz klassisch bekämpfen, damit wir nicht noch mehr Stress bekommen. Ich weiß nicht, wo die sind. Sie werden... Ah, da sind sie. Jetzt sind sie aufgetaucht. Also, alle Mann versammeln. Wir schlagen sie am besten in einer einzigen Schlacht. So sehe ich das zumindest.
Und dann dürfen unsere berittenen Bogenschützen sie einfach, oder unsere, ja, unsere leichten Bogenschützen sie einfach niedermachen. Aber vorher haben wir auch noch hier Honig ums Maul zu schmieren. Ein Vasall schreit oft danach, die Aufmerksamkeit seines Lehnsherrn zu erlangen, doch dieses Mal ist es umgekehrt. Beatrix wäre ein wahrer Segen als Fürsprecher für eine ganze bestimmte Geschichte, nämlich unsere heilige Legende. Ich muss alles tun, um sie auf meine Seite zu ziehen. Ich muss mir genau überlegen, wie ich ihre Aufmerksamkeit erregen kann. Vielleicht eine Investition in ihre Besitztümer? Vielleicht ein einfacher, versprochener Gefallen? Mein Blick schweift zu einem Artefakt der Großtat von Wischlan auf der anderen Seite des Raums. Nee, das Buch, das gebe ich nicht weg. Würdet ihr sich einen solchen Geschenk beeindrucken lassen? Eine Investition in Magdeburg könnte überzeugender sein. Ja, komm, das muss doch reichen. So, sie nimmt dankend an. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, alle Mann ist hier zusammen. Warum ist das jetzt der Typ? Oh ne, wir nehmen den Glaubensfeindlichkeitsdude. Der hat uns beim letzten Mal schon sehr geholfen. Also, marschieren wir auf die nächsten Nordmänner. Oh, es gibt einen Schatten über Lublin. Ruft sofort einen Arzt. Was ist das für eine Krankheit jetzt hier schon wieder? Um Gottes Willen. Das betrifft sogar dieses Mal uns. Die westslawischen Schwären. Also, was sagt unser Arzt? In der Krankenstube von Oleg herrscht schummriges, flackerndes Licht, als er einen Plan zum weiteren Vorgehen entwirft. Ich habe eine Reihe von Beobachtungen in Bezug auf die Seuche gemacht, mein Herr. Allem voran darüber, wie die Betroffenen vom roten Flecken übersät sind. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Diese Seuche wurde uns aus den bösen Mächten von Tschernobyl höchstpersönlich geschickt. Und nur wenn wir über den Tellerrand der traditionellen Medizin hinausschauen, können wir darauf hoffen, diesen Fluch abzuwenden. Zum Glück bin ich in mythischen Angelegenheiten bewandert und kann sowohl den Leib als auch die Seele von Menschen heilen. Letztlich liegt es an mir, wie ich damit umgehen soll. Wir machen jetzt erstmal ein sanftes Vorgehen, weil diese Krankheit wirkt auf den ersten Blick jetzt nicht ganz so katastrophal. Und das hat Erfolg. Okay, sehr gut. Ich frage mich, ob das jemals mal keinen Erfolg hat. Oh, nice. Und da verheizen sie sich. Und wir haben auch schon gewonnen. Moment, das kann ich noch schnell hier kurz mal erzwingen. Alle auflösen. Ketzerei findet auch noch statt. Ich werde heute bei Hofe unterbrochen, als Christoph, ein Mitglied des gemeinen Volkes aus Krakau, in Richtung meines Thrones eilt, auf dem Weg dorthin mit dem Finger deutend und unaufhörlich das Wort Ketzer rufend. Eine bestimmte Legende behauptet, Hochkönig Krak von Westslawien verfüge über Kräfte, die selbst die größten Mächte von Rott übertreffen. Ketzerei höchsten Grades. Es klingt für mich wie ein, Verrückter, doch das Gemurmel im Raum deutet darauf hin, dass manche ihm bereits zustimmen. 14-jähriger Typ, der zart ist und ein Bastard. Ganz schön frech von ihm. Werft ihn einfach raus. Werft ihn einfach raus, ganz im Ernst. Enrico wird arrogant. Ach, er ist wie der Vater. So, warte mal. Jetzt haben wir hier endlich die Möglichkeit, wir können die Güte erhöhen. Jawohl, wir haben die Güte erhöht. Wir haben nämlich jetzt hier die 100 und es kann weitergehen hier. Hoffentlich Richtung 300. Dadurch haben wir jetzt auch wieder ein bisschen was hier von unserer Legitimität zurückgeholt, die uns nämlich jetzt hier durch diese olle Krankheit genommen worden ist. Dinge, die ich nicht hart feiern kann und nicht hart feiern werde. Dass mir tatsächlich die Legitimität geraubt worden ist. So, wie lange habe ich noch Frieden mit ihm? Das dauert, glaube ich, noch eine Weile. Noch 2 Jahre. Das heißt also, wenn wir Glück haben, haben wir in der nächsten Folge endlich das letzte Puzzlestück für unsere, ja, für die Vereinigung der Westslawen. Ich bin gespannt darauf. Ich hoffe, ihr ebenso, meine Lieben. Oh, 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 oh. Ja, aber ich glaube, ich muss den Hauptsitz noch nicht... Was? Brother Ronan ist an den Masern gestorben? Warum?
Boah, das Spiel ist so grausam. Krankheit und Pest setzen ihren grauenhaften Vormarsch durch Westslawien fort und raffen Bauern und Adlige gleichermaßen dahin. Diese grausame, wahllose Wahrheit offenbart sich nur selten, außer im Augenblick wie diesem. Mein Magen dreht sich und windet sich im Stillen der Qualen, als mein Sohn tot vor mir vorbeigetragen wird. Ärzte und Heiler müssen sich von morgens bis abends um ihn zu retten, doch ermüden sich, um ihn zu retten, doch die ihre grimmigen Mienen verrieten alles mehr, als sie zu sagen bereit waren. So jung, so vielversprechend, so viel mehr, die so sterben müssen, mögen die höchsten Mächte uns erlösen. Wow. Das ist ein Downer am Ende. Das heißt, wir werden beim nächsten Mal noch eine Beerdigung haben, Leute. Der wird auf jeden Fall beerdigt. Ich hoffe, das geht. Wir werden es beim nächsten Mal erfahren. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.